Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64 2. Und wenn wir gleich mal sehen, wo wir zuletzt stehen geblieben sind, nachdem ich hier schnell ins komm jetzt, nicht zu langsam. Hier ins Schloss rein. Was ich weiß, nach oben mal sehen. Ja, Schiff da unten, das habe ich ausgelassen. Ja, sehen wir mal. Nach oben. Nein, theoretisch könnte ich ja schon eine Bowser machen, aber den werde ich jetzt noch nicht. Was ist das jetzt für eine schöne Welt? Atlantis. Fehlt mir noch ein Stern. Ist das irgendein Hidden Star oder sowas? Was ist das? Ja, das kommt dabei raus. Ah, das ist ja die Geheimnissuche. Nee, ich werde mich mal so umsehen. Geheime Ecken vielleicht hier? Okay, sieht nicht danach aus. Hier war auch nichts. Hier ist auch nichts. Naja, das sieht nicht gerade sehr vielversprechend aus, was ich hier mache. Ich renne hier gerade rum und habe noch. Also, das ist auf dieser Höhe. Dann lassen wir mal das Wasser bis hierhin ab. Ne, das war auch nicht ganz. Warte mal, wo geht's denn? Ah, da hinten. Genau. Dann ist das Wasser ganz weg. Oh, ja. Zumindest kann ich dann drauf rennen. Hier? Na komm, ich will sehen, ob der ganz oben vielleicht hier ist. Nee, sah nicht so aus. Habe ich hier die 100 Münzen schon? Nee. Könnte ich jetzt machen. Mache ich wenigstens die 100 Münzen. Wenn ich schon nicht die geheimen Ecken finde. Oh, ich habe eine geheime Ecke gefunden. Eine von 5. Das ist hier drin. Wird höchstwahrscheinlich keine mehr sein. Das wäre ja. Wäre zu einfach gewesen. Oh. Zweite Ecke. Braucht man ja eigentlich nur Ecken abrennen, warte mal. Zwei Münzen. Ich will nicht diesen Block hier zerstören, ich will drauf. Ja, sehr schön. Nee, hier oben ist auch nichts. Hier den Block verschieben? Nee, okay. Hat sich nichts. Hier? Auch nicht, okay. Ich werde hier Ecken gerannt. Alle Ecken, die irgendwie zu finden sind. Schön, dann kommt überall Geld raus. Hier ist auch eine Ecke, da ist auch eine Ecke, okay. Diese Ecke vielleicht. Nee. Sieht nicht so vielversprechend aus, diese Ecke. Ja.
Na komm. Auf da. Ach, da. Noch eine andere Art. Immerhin, das kann ich noch. Wow, auf dem Schild. Nichts. Ja, Volltreffer. Super, wow. Sind nicht irgendwo eine Münze runtergefallen? Wusste ich doch. Hoppala. So, und oh, da ist noch eine. Münze. Münze, nicht Amp. So, wow, oh, Takia. Natürlich, gleich wieder runter. Na komm. Komm jetzt. Muss das jetzt echt so lange dauern? Geht doch. So, jetzt mal sehen. Da steht der Jack hier. Und diesmal kriegt er mich nicht. Dann kriege ich seine Münzen. 1, 2, 3, 4, 5. Und auf da. Und den Stern darunter habe ich schon. Leben. Ich gehe mal davon aus, dass ich für die restlichen Münzen in die andere Stadt rüber müsste. 11 Münzen glaube ich hier nicht mehr zu finden, aber ich werde mal gucken. Ach, Menno. Ja, wenn es klappt, klappt. Hm, da drüben sieht auch noch Münzen aus. Mal sehen, was da oben ist. Für außerdem Bart noch irgendwas ist. Ah, hier ist eine Kiste. Oh, nein, 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 das gibt da. Ja. Wenn da in der Kiste da oben nur eine einzige Münze drin ist, würde mir das komplett ausreichen. Mehr bräuchte ich nicht. Ach, jetzt hat es doch vorhin so geklappt. Jetzt wird es auch nochmal klappen. Aber diesmal nehmen wir eine sichere Variante. Ich hol mir etwas Wasser. Und ich wette mal, das war etwas zu viel Wasser. Ja, kommt viel zu viel. Ist hier oben irgendwo noch eine Münze? Es sieht nicht danach aus. Aber ich habe eine Idee. Ich könnte das Wasser wieder bis hierhin ablassen. Und ich sehe gerade, da sind 5 Münzen. Damit wäre der 100 Münzen geschafft. So. Ich weiß nicht, ich habe 2 mysteriöse Ecken schon gefunden, aber ich glaube nicht, dass ich die restlichen 3 hier irgendwie finde. Ich wette mal, dazu müsste ich höchstwahrscheinlich dann nachfragen, so wie er es gesagt hat. Ich habe gerade 0 Ahnung, wo ich suchen müsste danach. Ja, mal darüber sehen, aber
Nein, hier oben war ja nur ein Stern, was ich weiß. Und ja, ich könnte natürlich jetzt noch eine Stunde lang so weiter suchen, aber ich glaube, das interessiert euch nicht, also ja. Werde ich in eine andere Welt gehen. Ich werde unten die der Wasserwelt fertig machen. Und ich werde jetzt schauen, ob der Bruder ist. Wenn der da ist, werde ich die Geisterwelt mal machen. Ist der immer noch nicht da? Wo kommt denn der? Kommt der erst, wenn ich den zweiten, den letzten Bowser besiegt habe, oder was? Kommt er gar nicht? Ich begehe hier mal wieder Selbstmord, wie immer. So, gefährliche Drohnen. Die sind auch leicht. Ja, leicht. Hätte man sich zuerst heilen sollen, wäre klug gewesen.